Herr Präsident! Wir wollen nicht mehr Schlusslicht sein. Wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Dafür haben wir gekämpft und wir haben diese Landtagswahl gewonnen am heutigen Tag. Deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten. Das gute Ergebnis für die FDP zeigt eins. Die Menschen wollen ein Comeback der Freien Demokraten, auch in Berlin. Es gibt nichts zu beschönigen an diesem Ergebnis. Es sind, glaube ich, viele verschiedene Dinge. Einer der Aspekte ist auch der Vertrauensverlust in der Bildungspolitik.